Heute gibt es etwas mit Kabel. Hallo Leute und willkommen hier bei MeeppleCat. Ja, heute gibt es mal wieder etwas mit Kabel und zwar ein paar In-Ear-Kopfhörer, denn immer nur Bluetooth-Lautsprecher wird ja auch irgendwann mal langweilig und es gibt ja auch noch Leute, die benutzen gerne kabelgebundene Lautsprecher. Gibt ja auch verschiedene Vorteile, die die mit sich bringen. Und deswegen hat mich hier Jayfi gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, ihre Jet 830 Kopfhörer auszutesten. Und das habe ich sehr gerne getan und werde euch jetzt mein kleines Fazit dazu geben. Und ja, schaut euch die Teile mal an. Die haben mich von der Form her irgendwie an Hörgeräte erinnert, weil die hier wirklich so eine ja, speziell ohrenangepasste Form haben. Und dann gehen die auch in die Ohren rein und haben hier so einen Memory-Bügel, den man sich einfach hinten dann um das Ohr rumbiegt, so dass sie einen sehr sicheren Halt haben. Das hat den großen Vorteil, wenn ihr Sport macht, dann sitzen die Dinger hier bombenfest in den Ohren und fallen garantiert nicht raus. Hat den Nachteil bei mir persönlich, mir geht das mit solchen Bügeln im täglichen Gebrauch irgendwie immer auf die Nerven. So ein bisschen, aber das ist meine persönliche Sache. Aber ich muss sagen, vom Tragekomfort, vom Tragegefühl, wenn man sie erstmal reingefummelt hat, sind die wirklich ganz hervorragend, sitzen sehr angenehm, fest und sicher und schließen den Ohrkanal auch wirklich gut ab, dass da wenig Außengeräusche durchkommen. Und das Ganze gibt es dann mit einem Kabel, wie schon gesagt, das Kabel ist insgesamt 1,20 Meter lang, reicht also dicker aus. Es ist kein, was ich etwas schade finde, kein Flachbandkabel, sondern so normales, rundes Kabel. Ist aber okay, fühlt sich ganz gut an. Ist jetzt auch kein Kabel, was sich ultra leicht verheddert, aber ich bin immer ein Freund von Flachbandkabeln. Von der Verarbeitung her fühlt sich das alles sehr gut an. Auch hier das Teil, wo das aufgesplittet wird in die beiden Kopfhörer, sieht gut aus. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch eine kleine Kabelfernbedienung mit dran, mit einem Knopf auf der einen Seite und einem kleinen Mikrofon auf der anderen Seite, denn natürlich kann man hiermit auch telefonieren, wenn es eingesteckt ist. Und falls mal ein Anruf kommt, einmal auf den Button drücken zum Annehmen, nochmal drauf drücken zum Auflegen und beim Musikabspielen einmal drücken für Play, einmal für Pause, zweimal für vor, dreimal für zurück mit dem Lied. Und tja, mehr gibt's da nicht. Und natürlich die beiden Kopfhörer. Aber jetzt zum Sound. Ist der gut? Ist der nicht gut? Und ich muss sagen, der ist gut. Also ich war positiv überrascht. Die klingen wirklich schön, die Kopfhörer. Haben eine schöne, angenehme, klare Darstellung der Höhen. Haben auch, wenn man es ein bisschen lauter macht, einen ordentlichen Bass mit drin. Und für die Preisklasse, muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden. Und meine Erwartungen wurden erfüllt oder sogar etwas übertroffen. Aber ich kann viel erzählen. Hört mal her. So, das war immer der kleine Soundcheck hier zum Kopfhörer. Kann man natürlich immer schlecht rüberbringen, aber ihr könnt mir glauben, die haben einen schönen und guten Ton und die haben noch eine kleine Besonderheit, die im Lieferumfang mit drin ist und die zeige ich euch mal eben. Also zum einen, das hier ist nicht die Besonderheit, gibt es hier so eine kleine Tragetasche, dann ein paar Ohrstöpsel, Ersatzohrstöpsel in verschiedenen Größen, soweit auch ganz normal, aber dann gibt es noch dieses Paar Ohrstöpsel, was mitgeliefert wird und das sind jetzt, wie man an der Packung schon sehen kann, keine ganz normalen Gummistöpsel wie alle anderen immer, sondern solche Stöpsel mit so einem Memory-Schaum, das heißt, wenn man den zusammendrückt, dann hält er erstmal so ein bisschen seine Form und der schließt dann nochmal besonders gut den Ohrkanal ab und ist sehr, sehr weich und komfortabel. Die gibt es also auch noch mitgeliefert. Eine sehr nette Sache, die ich so eigentlich noch nicht gesehen habe und die tragen sich auch sehr komfortabel und gut. Eine nette Zugabe ist noch erwähnenswert meiner Meinung nach. Tja Leute, und was soll ich euch noch mehr erzählen? Das sind sie, die Jet 830 von Jayfi. Nette Kopfhörer, kabelgebunden, sehr ergonomisch geformt, ein guter Klang und alles in allem ein schönes Paket. Also wer noch welche sucht, Kopfhörer mit genug Kabel dran und ohne Bluetooth, der kann hier gerne zugreifen. Den Link, den habe ich euch in die Videobeschreibung reingepackt, wie immer. Und ich sage dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer MeeppleCat.